Okay, und damit auch auf YouTube. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, die Karmesin-rote Scheibe. Ich meine gesagt, nein, die Indigo-blaue Scheibe. Ich habe gestern auf Stream tatsächlich noch ganz kurz einen Rockball gefangen, weil das mir hier angezeigt wurde und mein Gehirn dann gesagt hat, das musst du noch schnell holen. Wurde unten auf der Karte angezeigt. Da wir jetzt hier ja Starter haben, musste ich das mitnehmen. So. Ich weiß gerade gar nicht, was für Starter hier noch sein können. Also Chimpep kann hier noch sein, das weiß ich. Endivie ist, glaube ich, auch hier. Ja, noch kleiner geht's nicht, wa? Aber wir haben jetzt erstmal zwei Wasser-Pokémon, was schon mal sehr, sehr cool ist. Können wir nämlich bald die Feuer-Arena herausfordern. Warte mal, ich kann mir ja. Gibt's noch? Indivie kommt aber hauptsächlich. Schwupps. Wieder hier, da wo das. Wo der Raid ist vor. Oder halt noch weiter oben. Aber haben will. Jetzt habe ich gerade für Quests nochmal. Liegen, dass wir das Pokémon vom Typ Pflanze fangen. Na gut, okay, dann nehmen wir Indivie als Pflanzenstarter, als. Ach, guck mal, da unten ist ein Proxy. Genau, Proxy kann halt auch, aber das hatten wir ja gestern schon gesehen. Lass mich in Ruhe. Gehen Sie bitte weg. Ich weiß es gar nicht. Nee, danke. Anscheinend nicht. Okay. Was hat man noch? Stellen wir den TM her natürlich wieder. Mir ist auch aufgefallen, dass ich von vielen Startern gar nicht die Zucht gemacht habe, von denen, die man halt fangen konnte in den Terra Raids. Aber hey. Das ist jetzt nicht so wild. So. Das ist jetzt gleich nochmal dasselbe Shiny nochmal. Ja, in dem Bereich kommt es auch noch spawnen. Break an Hoku. Ist ja tatsächlich gar nicht so kacke, wa? Dann draufstellen und dann einfach. Eigentlich haben die doch hier eine erhöhte Shiny-Chance. Böse Pokémon hier. Von Natur aus schon. Aber ich glaube, wenn ich mich da oben drauf stelle, dann bin ich zu dicht dran. Oder? Ja, gleich. Ich glaube, es ist als Shiny ein bisschen rosaner. Ich bin mir aber nicht sicher.
Suchen erstmal nach Indivie. Ich bin hier auch. Oh. Falsche Taste. Geh mal weg. Ja. Ja, okay, und hier soll noch ein Indivie sein. Da ist auch nochmal noch dabei. Chimpep kann übrigens auch in Strandnähe spawnen. Aber nicht hier oben, sondern eher unten in dem Bereich. Das brauche ich dann auch noch. Aber hier ist jetzt erstmal in Divi interessant. Es ist ja immer dieses Typische, wenn man das Pokémon einmal, oh, hoppala, einmal gefangen hat, dann spawnt das gefühlt 3 Millionen Mal mehr. Raid. Mal reinschauen, was das für ein Ziel ist. GM. So viel Gras. Wie soll man denn hier Alternativen in Divi finden? Das ist noch ein Trainer. Du. Bummels, hier drinnen, Lantern. Nochmal ein Bummels. Bummels. Sogar zwei Trainer. Ich hätte aber ehrlich gesagt gerne noch das Indivie vorher. Oh, ein Zuckerherz. Sehr cool. Blubblub. Dieser Samen ist hier ja auch. Oh mein Gott, was? Da drin. So. Slimer. Indivie. Wo bist du? Sein. Theoretisch. Mmh.
Endivia, wo bist du? Kleiner? Oh. Hey ho! Ach hier. Was geht? Endivia. Nom 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 nom. Ah! Hallo! Wie hell wollen Sie sein? Ja. Ach, ganz gut. Selbst so? Miau. War ja klar. Kita-Sauger. Okay. Mhm. Ja, mach mal so einen Arschtreib. Oh mein Gott, natürlich. Naja, tank mal noch mehr Energie. Also. Schnarch, schnarch. Guck mal, ob der Hyperball jetzt schon reicht. Stimmt, wir können Hydropia auch schon fangen. Ja, okay. Jetzt gerade mal so ein bisschen harte Eskalation. So ein Ding ist so eine Kiefer. Nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schaden, immer zu haben. Hoppleulein, Glut, Ruckzuckieb. Doppelkick. Pflanzen-Pokémon gefangen, Endivia. Also erstmal kurz in die Box. Wunderschön. So. Zack. So, Atmerei haben wir schon. Aber noch Hoplo, das sich entwickelt. So, das hat man, glaube ich, auch noch nicht im Pokédex. Nope. Libello haben wir natürlich dann wieder.
So, dann können wir in die Boxen gehen tatsächlich. Und einmal hier Schäteres reinpacken. Ich hab doch aber auch den Shit. Sam kann hier auch Grünflächen in diesem Mittelteil irgendwie sein. Wo, da. Hochlassen, habe ich gesagt. Danke. So, die Karte öffnen. Ist jawoll, ja. Hallo? Nächstes Mal das. Okay, dann eben nicht. Was war das denn? So, hier können auch dieser Samen sein. Ich hab. Ach, die beiden Trainer unten vergessen. Was ist mit denen hier? Und zwar dieser Samen, dann machen wir die beiden Trainer unten noch. Damit haben wir hier aus der Region dann dieser Samen. Wenn wir das haben. Flemli kriegen wir hier nicht. Hydropi kriegen wir hier noch in der Höhle. Chimpep fehlt uns dann noch. Also Chimpep und dieser Samen, Chimpep und Flimli. Ich bin ja gesagt Hydropi. Das sind die, die wir hier noch kriegen können. Die uns hier noch fehlen. Check weg. Fisch. Mach mal. Ups, nein, gar nicht. Die Diskus hätte gereicht. Na gut. Sicher was. Es ist sogar relativ schnell. Interesting, interesting. Sehr gut. Und Shiny Entwicklung Nummer 1. Okay, und das Shiny sehen wir in offener Wildbahn, Alter. Das ist ja. Das kannst du ja knicken. Oh, und was steht daraus auch? Aber das ist auch drin. So. Eine. Ist mir alles egal. Benutze ich hier nicht. Und dann Boxen. Schiebt das da zwar rein. Mhm.
Bingo, du kleiner Lümmel. Versteckst dich da einfach in dem Dings. Das kann ja aber nicht wahr sein. Isa, wo bist du? Ich ist ein Sengo. Da haben wir Bisas Arm. Sehr schön. Zack, kommt ran hier auf den Meter. Wenn sie immer mal als erstes mit dem Badball. Glück. Nö, okay. Dann eb schnell. Ui, entspannen Sie sich bitte. So, Genesung. Oink. Oh yes, 2 FPS-Kämpfe. Lecker. Die schmecken. Oh, hinten ist noch ein Bisasam gespawnt. Ich finde es sehr interessant, dass die... Oh Gott. Gib mir noch weniger FPS, dann schlafe ich hier gleich ein. Holy moly, ey. Dann in den Pokédex rein und auch in unser Team. So, mich wartet eine neue Belohnung im Pokédex. Dieser Sam ist halt auch so ein Shiny, was halt auch richtig schwierig zu erkennen wird. Aber ich kann hier ja irgendwann einfach mal eine Pflanzenbegegnungskraft und so einen Kram machen und dann kann ich hier einfach lange Meter gib ihm einfach dieser Sam farmen. So, dann nehmen wir mal noch die beiden Trainer hier unten mit. Die vergessen. Die waren hier unten. Da ist Nummer 1. Ich finde, die Hukumir sehen immer komisch aus. Keine Ahnung, weil das, ich glaube, Hukumir Shiny auch noch rosa ist. Oh mein Gott, ich sehe gerade, dass man das Shiny von Meteno ja so gar nicht sieht. Kacke, sondern nur in seiner offenen Form. Achso, warte mal, den haben wir schon gemacht. Ah, da. Aber die hier unten müsste noch sein. Oh, nein, die. Oder? Auch schon mal weggehauen. Ich habe ich anscheinend auch schon mal weggehauen. Okay, gut, dann, was müssen wir noch machen? 10 Pokémon im Autokampf, ein fliegendes Pokémon immer noch finden. Bin mal gespannt. Das funktioniert. Bin eher zu fliegen, wenn man die angreift. Nein, dann.
Ach, verdammt. Ach nee, das Hokumir Shiny ist tatsächlich komplett weiß. Okay. Nee, ich werde dich nicht so besiegen. Was ist dein Ziel? Danke. 2 mal 6. 7. Acht. Neun. Zehn. Ein Pokémon. Slimer, wo bist du? Ein Slimer da, wenn man eins braucht. Ah. Nehmen wir dich. Parallel immer mal die Missions mitmachen hier. Kopfball, probieren wir es mal damit direkt. Critical Catch, sehr gut. Damit haben wir gefangen, Slimer. Ist der erledigt. Box. Einlassen wieder. So, dann. Oh, noch ein fliegendes. Ah, ich weiß, wo ich eins kriege. Schon wieder 10 Pokémon durch Autokämpfe besiegen. Oh, warte mal, aber ich bin ja gerade. Ehe ich hier bin. Kann ich auch einmal ganz kurz. Im Herstellen. Da hinten. Oh, die Quest auch noch fertig. Die Missions sind eigentlich ganz cool. Ist eine coole Idee. Ist halt nur sehr monoton. Aber. Hergestellt. Kurz. So, nein. Überrumpel ein Pokémon, müssen wir dann bei von hinten. Okay. Das machen wir tatsächlich alles auch gleich, aber in der Labyrinth. Und mal ganz kurz zur Küstenraststätte. Unten gibt es nämlich dann das Chimpep. Eigentlich gekämpft gegen die Trainer. 11, 16. TM. War das keine TM? Ach, das war das. Okay. Oh mein Gott, okay, es gibt also auch. Oh, guck mal, da haben wir doch schon einen Chimpep. Sorgen zu bereiten. Chimpip, oh oh. Schaden durch den Rückstoß bekommen, das ist nicht gut. Okay, das ist gut. Lucky. Ui. Okay, also es gibt auch Gruppenaufläufe von Starter-Pokémon, das ist schon mal gut.
Im Pad brauchen wir auch noch einmal entwickeln. Ach ja, Belohnung im Pokédex, stimmt, da war was. Und bei, jetzt dieses kriegen wir dieses komische Legierungsding. Das ist auch gut, dann können wir nämlich eins benutzen. Das ist sehr schön. Ein hier, so. Und jetzt haben wir hier nur noch ein Starter-Pokémon in der Region. Oh, hi. Willst du noch Pokémon aus Alola? Ich würde einen Blick auf ein Geowatz aus Alola werfen. Hältst du nicht gerade zufällig ein Exemplar in deinem Team unboxen? Nein, leider nicht. Geowatz leider noch nicht. Geowatz fehlt mir tatsächlich leider noch. Die spawnen tatsächlich dann sogar relativ häufig. Das ist okay. Jetzt auch noch eins. Die zu shiny hatten wir trotzdem disgusting werden, glaube ich. Aber mal gucken. Gut. Okay. Dann ab in die Höhle. Sein, oder? Oder ein Eingang.